Hallo und willkommen bei Corpus Mutum. Ich bin Patrick Rudolf, euer Coach und Physiotherapeut. Heute besprechen wir das Thema Achtsamkeit. Wird sehr oft jetzt in den Medien auch irgendwo verwendet. Achtsamkeitstraining in aller Munde. Und dazu wollen wir ganz kurz ein bisschen was sagen. Wenn wir jetzt zum Beispiel im Büro ständig irgendwo in den sozialen Medien unterwegs sind und die kurzen Pausen, die wir früher wirklich zum Runterkommen, zum Durchschnaufen und zum in die Ferne schauen verwendet haben, dazu nutzen, um Facebook zu aktivieren, schnell die WhatsApp-Nachrichten noch beantworten, dann sind wir immer weiter weg von uns selbst und kommen auch eben vom Stresspegel her nicht runter, sondern sind einfach immer auf Vollpower und sind immer aktiv im Hirn. Und dagegen kann man mit so gewissen Techniken auch dann eben gegenwirken. Eine Methode zum Beispiel ist Jacobson, die mir ganz gut gefällt, eben um dann die Achtsamkeit auf sich selbst zu lenken wieder oder auf einen Muskel, auf etwas genau und nicht eben komplett im Raum verstreut, dass man sagt, okay, man denkt an tausend Sachen gleichzeitig, das funktioniert eh nicht, aber man denkt eben hintereinander ganz schnell an viele Sachen. Und wenn man jetzt dann wirklich dann einmal abschaltet, ganz kurz, 5 Minuten, also das kann man dann auch ganz kurz machen, dass man einfach sagt, okay, durchschnaufen, die Achtung einmal auf den Atem lenken, die Aufmerksamkeit auf den Atem lenken, durchschnaufen, schauen, wo bin ich überhaupt unterwegs. Situationen, wo man präsentiert, wo man mit Menschen im Gespräch ist, bringen dann gerne in eine Stresssituation. So wie wenn ich jetzt da mit euch rede, wird natürlich mein Puls ein bisschen höher. Und dann dazwischen drinnen halt einfach mal schauen, okay, wo ist mein Atem, wo bin ich gerade unterwegs? Jetzt dann schau da mal rein, hoch einmal rein, atme ich überhaupt durch? Zum Beispiel. Und dann einfach wirklich dann nur aufs Atmen achten und da bei sich bleiben, durchatmen und schauen, atme ich im Bauch rein oder bin ich nur herum mit der Atmung, dadurch kann wenig Sauerstoff in den Körper reingehen und dadurch steigt wieder der Stresspegel. Jacobson in die Richtung ist dann eine Methode, wo man Muskel anspannt und entspannt. Das ist die progressive Muskelrelaxation, nach Jacobson heißt das dann, dass man eben anspannt und dann locker lässt und dann einmal reinfühlt, ob da Unterschied ist. Und gerade im Nackenbereich, hätte ich gesagt, probieren wir mal ganz kurz die Übung. Also setzt euch auf, trotzdem locker bleiben, Unterbauch, lasst einmal ganz locker diesmal. Einfach mal tief durchatmen und dann längst die Konzentration auf die Nackenmuskulatur. Dann schaut zuerst einmal die Schulter so ganz leicht kreisen und dann einfach mal hochspannen, anspannen. Bei vielen geht es dann fast ins Krampfartige über und dann trotzdem weiter atmen, schauen, dass kein Krampf entsteht und mit dem nächsten Ausatmen locker lassen. Reinspüren, ganz leicht fühlen, wie fühlt sich die Nackenmuskulatur an. Wenn es dann noch ein bisschen verspannt ist, probieren wir es noch einmal. Noch einmal anspannen, trotzdem weiter atmen. Man kann auch die Lippenbremse ein bisschen dazu nehmen, dass man den Atem auch spürt. Und mit dem nächsten Ausatmen dann einfach locker lassen. Und mit diesem Anspannen, Entspannen kommt mehr Durchblutung in den besuchten, in den bearbeiteten Bereich rein und dadurch entspannt sich gewisse Muskulatur schon wieder. Das ist eine Methode, die Achtsamkeit eben zu sich oder von weit draußen ins Engere zu bringen. Also dass man sagt, okay, nicht so viele Einflüsse, sondern einfach weniger. Oder man kann sich auch vornehmen, eine Minute lang einfach eben ein Blatt, irgendwas zu suchen, was man anschaut. Also wenn man nicht draußen ist, kann man es auch drinnen versuchen, da sagst du, okay, ich schaue jetzt einfach nur eine Minute einmal, keine Ahnung, irgendwas am Schreibtisch an und schaue mir genau die Details an. Da lenke ich auch die Aufmerksamkeit einmal nur auf das und bin aber vielleicht nicht in einem Arbeitsprozess drin, wo schon wieder im Hinterkopf irgendwas sagt, das und das muss gemacht werden und das noch und das noch und das noch, sondern einfach, ja, schau nur mal das an und betrachte das einfach mal. Einfach ins Fühlen reingehen, irgendeinen Sinn eben sehen, spüren, hören, einfach ansprechen und nur mit dem einmal arbeiten, einfach nur mal das Anschauen eben probieren zum Beispiel.
Das war ein kurzes Video in Richtung Achtsamkeit. Wenn ihr mehr Videos in diese Richtung haben wollt, gebt es in den Kommentaren Bescheid. Wir können gern auch in die sportpsychologische Richtung was machen, dass wir da eben schauen, welche Methoden ihr im Alltag noch anwenden könnt, um gewisse Situationen besser meistern zu können. Ich bin euer Coach und Physiotherapeut Patrick Rudolfer. Bis zum nächsten Mal.